Der Ruby GTA von MC2, das soll unser heutiges Thema sein. Willkommen bei Ich rauche nicht. Ja, hier direkt die Originalverpackung. MC2, ich glaube aus Italien. Preis für dieses Teil 135 bis 140 Euro. Schaut hier ein bisschen, dass ihr nicht noch teurer hier einkauft. Was haben wir da drinnen versteckt? Ja. Das ist mehr eine Explosionszeichnung, denn eine Anleitung, dafür allerdings hier auch in mehreren Sprachen. Ihr habt hier dabei zusätzliche Airpins, ihr habt hier dabei Ersatzteiltüte, altbekannt, altbewährt und hier auch nochmal einen Airpin, drei Stück kommen mit. Muss ich mal kurz schauen, 1,2, 1,4 und 1,8 mm. Das sind die, die hier mit dabei sind. Ein Ersatzglas habt ihr auch dabei und noch extra zwei Glocken. Ja, wir haben wieder dieses Glockenspiel. Diese beiden sind hier extra da drinnen und dann habt ihr halt noch eine, die seht ihr dann noch später. Klassisch abgerundet, ganz normale kleine Glocke und Kamin, wie auch immer. Ja, das kommt hier eben alles mit. Und dann natürlich, ja, das Gerät selbst. So sieht er aus. Das ist der Rubik RTA. Extra noch erhältlich. Ja, drei zusätzliche Glocken und nochmals mehr Airpins für nochmal so rund 50 Euro, bisschen drunter. Mit den hier verbauten 1,2, 1,4, 1,8, ja, da würde natürlich jetzt mal jeder denken, das ist hier kein klassischer MTLer. Ist hier aber sehr wohl für MTL möglich und sogar für mein Dampfverhalten, wobei ich hier schon 1,0 mm vermisse. Ja. Ist also hier nicht die üblichste Version mit 1,2, 1,4 und 1,8. Für mich sind die Kamine, die mitkommen, nett, aber eigentlich wie immer egal. Ja. Egal welche Form ich mir da jetzt irgendwie aussuche und drauf gebe, ich schmecke da aber sowas von keinen Unterschied. Ist aber jetzt nicht nur beim Rubik RTA so, das war bei jedem, glaube ich, nur so. Maximal, dass ich es mir eingebildet habe und mit viel Hinhören, ja, mit der Zunge und dann vielleicht doch mal hier ein bisschen etwas rausschmecke. Ich gebe es langsam auf. Also entweder es schmeckt mir oder es schmeckt mir nicht und ich mag den Dampf und ich mag den Throat-Hit und Flasche und so weiter. Oder halt nicht, aber da ist jetzt für mich kein signifikanter Unterschied, eigentlich gar kein Erschmeckungsunterschied. Egal, welche Glocke ich hier verwende. Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Merkt ihr einen Unterschied bei den Glocken? Ehrlich. Nicht nur, wenn ihr euch einredet oder überall steht, aha, für NETs und für das ist diese Glocke besser und dann sagt ihr, ah ja, doch. Na, eher so blindverkostungsmäßig, ja. Ich nicht. Ich habe es ja nie verstanden, weil du hast natürlich dann höhere Produktionskosten ohne echten Benefit. Also ja, es ist immer wieder schön, wenn so Teile mit dabei sind. Kann man sich was aussuchen, aber dann wäre es halt noch schöner, wenn ich auch tatsächlich einen Unterschied hier erschmecken würde. Naja, lassen wir es. Auf jeden Fall, es ist mit dabei. Das ist eben der RTA, die Maße. 23 mm im Durchmesser, 42 mm in der Höhe. 304L Edelstahl und hier Pyrexglas dabei. Der Aufbau. Wir haben hier natürlich, wie erwartet, ein 510er Triptip. Der Bauform geschuldet, muss ich mal sagen, da passt jetzt hier auch nicht jedes eigene, und zwar der Optik wegen hier. Allerdings, ich bin da ja immer so ein bisschen ein Monk, ein bisschen nerdig, was das Triptip angeht und das hier passt mir, obwohl es ein recht großes Lumen hat, aber doch gutes Mundgefühl und stört mich überhaupt nicht, dass das Lumen hier ein bisschen größer ist. Fühlt sich für mich angenehm und richtig an. Hier bei der Topcap mit einer Schrift da drinnen. Ehrlich gesagt habe ich es mir jetzt nicht wirklich genauer übersetzt. Ich weiß, das eine Wort kenne ich nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hier auch das Logo drauf von MC2. Topcap. Ja, man kann das hier abschrauben. Wird hier von oben hier befüllt. Wir haben hier schöne große Befülllöcher. Jetzt ist es hier so, das hier ist alles Tank und das hier ist Tank. Und quasi dazwischen, etwas oberhalb von hier, sitzt dann die Wicklung. Das heißt, wir haben hier 5 Milliliter Tankinhalt.
Das Liquid nimmt also jetzt den Weg hier von diesem quasi großen Tank, geht es dann rüber in diesen kleinen und von da unten wird es dann mit Dochten hoch zur Wicklung dann gebracht. Hier oben noch die eine oder andere Kühlrippe, ist für mich jetzt hier aber eher fast schon ein optisches Element, weil ich es auch nie so mit hoher Leistung dampfe, dass das für mich hier interessant wäre. Aber auf jeden Fall, da haben wir sie. Wir haben dann hier die Airflow, aber wie gesagt, die ist von außen gar nicht verstellbar. Alles hier über den Airpin. Unterseite hier mal hergezeigt. Ja, Rubik RTA, CE-Zeichen und so weiter. Wer gerne Mülltonnen mag, hier nicht dabei. Aber 132, also hier auch dann die Seriennummer und hier verstellbarer Pin. Beim ersten Hinsehen, wo ich das noch gar nicht wirklich so viel in Händen hatte, dachte ich eher hier an ein RDTA, einfach von der Grundidee her, ne, dass das Liquid dann letztlich von unten nach oben, es ist ein bisschen Hybrid, aber es ist natürlich von der Idee und vom Aufbau hier kein Tröpfler, es ist ein RTA. Jetzt kommen wir aber zu einem Teil, der auch interessant ist. Hier kann ich aufschrauben, hier kann ich auch aufschrauben, dann schraube ich halt mal hier auf. Dann könnt ihr sehen, also hier habt ihr also dann die Möglichkeit, nach vielem, 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 vielem Drehen das Glas hier auszutauschen. Und hier erkennt ihr auch die beiden Dochte, die hier da drinnen verbaut sind. Das wollt ihr aber gar nicht öffnen, sondern den Tank selber wollte ich öffnen. Und zwar nicht hier oben wieder eben befüllt. Und hier haben wir aber noch eine Stelle. Und da werde ich jetzt mal hier versuchen, das aufzukriegen, ohne jetzt nochmal, ohne nochmal irrtümlich das Falsche aufzuschrauben. So, das hier eben Tank, das hier Glocke. Jetzt könnt ihr euch wohl vorstellen, wenn das hier voll ist mit Liquid. Ihr kommt nicht wirklich, also ihr kommt gar nicht an die Wicklung ran, ohne dass hier Sauerei entsteht. Also vorher ausleeren, entleeren, auf welche Weise auch immer, denn sonst entleert es sich rein physikalisch von selber. Nämlich dann der Schwerkraft folgend und ihr habt hier eine ziemliche Sauerei. Dann ist natürlich hier dann die Glocke und der Kamin hier aufgesteckt. Das ist hier nicht geschraubt oder so, einfach hier fest aufgesteckt. Ja, kriegt man natürlich hier, wenn da hier schon mal Liquid da drin war, auch nicht raus ohne so Liquid-Kontakt. Also auch nicht, wenn der Tank leer ist, ein paar bisschen Rest hast du immer. Also abwischen. Dann erst abnehmen, dann rutscht es aber. Also nicht immer ganz easy, hier dann diese Glocke hier abzunehmen. So, das hier ist aber dann letztlich das Deck. Ah ja, die Glocke, die bin ich euch ja jetzt hier ja noch schuldig. Also wie gesagt, ganz klassisch, einfach abgerundete Glocke. Ich lasse die. Ich habe alle durchprobiert, ich lasse dann die. Ja, egal. Hier das Deck, zwei Schlitzschrauben hier auf der Seite. Hier in der Mitte, das ist der Airpin. Einfach hier nur hineingesteckt. Den ich jetzt hoffentlich einfach wieder herausbekomme. Da. Ich präsentiere einen Airpin. Das ist eben der 1,2er. Den habe ich da drinnen vorverbaut gehabt und ich hatte kein Interesse, einen anderen hier auszuprobieren. Das war's. Natürlich könnt ihr das hier auch ohne Airpin verwenden. Ja, dann habt ihr natürlich hier ein Direct-to-Lang-Gerät. Ja. Aber der Wechsel ist hier sehr, sehr einfach. Hier auf der Seite sieht man dann auch noch dann die Dochte. Hier natürlich dann der Platz für die Watte. Hier auf der Seite immer so kleine Stege, dass eben dann die Watte hier, der Draht bei der Wicklung hier eben nicht herausrutschen kann. Und hier dann quasi die Fortsetzung vom Tank, vom oberen Segment, runter hier in dieses Segment. Ja. Im Prinzip war das hier auch schon der Aufbau. Also ich sage euch schon mal jetzt, dass ja, auch das hier einsetzen ist sehr leicht und hält auch dann ganz gut und immer hier mit O-Ringen hier abgedichtet. Der Aufbau ist hier wirklich sehr leicht. Die Wicklung ist hier sehr, sehr leicht zu machen. Wäre fast versucht zu sagen, Einsteiger, anfängerfreundlich, wenn ihr mal so wickeln üben wollt. Allerdings, das hier muss man dann schon immer wieder mal, ja, es ist auch vom Waschen jetzt hier ein bisschen trockener, wenn hier ein bisschen mehr Liquid da drauf ist, dann flutscht das hier auch besser rein. Ich bin schon fast geneigt zu sagen, anfängerfreundlich. Allerdings, gerade für einen Anfänger, denke ich mal, ist aber dann trotzdem wieder leicht, oder sollte es leicht sein, zum Deck zu kommen.
Man macht Fehler. Die passieren. Und das ist hier eben sehr erschwert, weil er dann jedes Mal als Anfänger hier mal ja, vorher das Liquid rausgeben muss. Bin aber auch drauf gekommen, es ist ein bisschen anfängerfreundlich auch in der Hinsicht, es verzeiht Fehler bei der Watteverlegung. Da kannst du auch mal ein bisschen zu wenig, ein bisschen zu viel stopfen, nie, aber ein bisschen zu wenig und ein bisschen zu viel verwenden und es läuft. Bin ein bisschen da zwiegespalten. Insgesamt trotzdem eher ein Nein für Anfänger. Aber ich spreche es aus und habe ein bisschen Bauchweh, weil das Deck ist wirklich super einfach. Da ist fast schwer, das hier schlecht und falsch zu verbauen. Übrigens auch die Schrauben beim Deck. Lange genug, dass man sie rausschrauben kann, das hält dann auch. Und eben durch diesen Schutz hier links und rechts, dass der Draht nicht davon flutscht. Ach, keine Ahnung. Anfängerfreundlich, ja oder nein? Eher nein. Und trotzdem würde ich es wahrscheinlich den einen oder anderen Anfänger in die Hand geben. 2,5 bis 3 mm, eher Richtung 2,5, finde ich hier persönlich am idealsten. Nicht jetzt nur wegen dem Verbauen, sondern auch dann vom Geschmack her. Das war der Aufbau. Also ihr seht, auch hier mal wieder. Keine komplette Neuerung dabei, wo man so sagt, okay, habe ich noch nie wo gesehen. Endlich gibt es das. Das hat er jetzt nicht. Das hat er jetzt nicht. Aber er ist spannend. Ich finde ihn interessant und ich glaube, der eine oder andere kann auch von euch damit Freude haben. Und jetzt gehen wir mal zum Dampfen und ja, zum Fazit. Ja, es ist eine Freude. Also lasst uns vielleicht trotzdem mit den negativen Punkten beginnen. Ich habe es schon erwähnt, diesen Tank hier abschrauben, nicht so sinnvoll, wenn hier noch das Liquid über diesem Stand hier ist, dann habt ihr mit Sicherheit eine Sauerei. Die Glocke und der Kamin ja, sitzen über der Wicklung. Natürlich ist sie auch dann nicht ohne Liquid-Restkontakt abzubekommen. Aber das ist jetzt hier auch kein Einzelfall hier bei diesem Gerät. Das gibt es bei ganz, ganz vielen Dingen. Die Airpins sind nur ohne Wicklung hier zu wechseln. Ja, auch für mich negativ, die Airpins, die mitkommen, reichen mir eben nicht ganz. Klar, für einen MTL-Freund, 1,0 wäre mir da auf jeden Fall noch lieber und fehlt mir definitiv. Aber leider, leider, so nicht zu bekommen, nur dieses extra Package, dann hast du wieder irgendwie, keine Ahnung, 2x0,8er, 3x irgendwas Millimeter Löcher und halt dann noch dazu Glocken, die ich noch weniger brauche. Weit interessanter die positiven Punkte. Er schmeckt fantastisch. Also römischer Einser geht sich hier auf jeden Fall aus. Preis-Leistung ist ausgewogen, also ihr könnt hier wirklich mehr Geld für deutlich schlechtere Produkte ausgeben. Es ist MTL und DL möglich. Ich mag auch das Zuggeräusch, perfekter Throat-Hit und Flush. Die Optik hier gefällt mir gut, das ist natürlich hier auch subjektive Geschichte. Für mich ist er nett gestaltet. Nachfluss klappt bei mir eigentlich auch immer wirklich hier relativ bis zum letzten Tropfen. Die Wicklung ist einfach, also die positiven Punkte überwiegen hier wohl weit, weit mehr. Könnt ihr also mit den negativen Punkten leben? Ja, dann ist er für euch interessant. Könnt ihr es nicht gut, dann sind auch die positiven für euch kein Thema. Das Gerät selber soll inspiriert sein von der gleichnamigen Bridge, die eben auch von MCTU kommt. Und eben das Ganze hier als Ergänzung dastehen lässt. Nur ich muss ehrlich sagen, diesen Vergleich kann ich jetzt nicht ziehen. Ich habe die Bridge zwar, aber noch viel zu wenig benutzt und ja, werde ich wohl nachholen müssen. Aber das soll ja heute auch hier nicht das Thema gewesen sein. Abschließend bleibt vielleicht noch eins zu sagen. Ja, 1,0er hätte ich gerne als Airpin. Trotzdem bekomme ich einen vernünftigen, straffen MTL-Zug hier hin. Kann nicht sagen, ob es ein typischer 1,2er ist oder nicht ohnehin in Richtung 1 geht, aber nachdem ich meistens noch ein bisschen straffer unterwegs bin,
ich brauche jetzt nicht unbedingt einen 08er, aber so ein 1er, der sich ein bisschen noch straffer anfühlt als ein 1er, das wäre dann eigentlich für mich dann der perfekte. Aber insgesamt ein Ding, das definitiv nicht im Schrank verschwinden wird, sondern weiter von mir genutzt wird. So, das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.